Der Kanton Genf wird in zahllosen Jagdgegnerforen als ein Beispiel für eine jagdfreie Region aufgeführt. Ein Anlass für mich, mich näher damit zu beschäftigen und zu prüfen, wie gelungen dieses Zusammenspiel und wie jagdfrei dieser Kanton im Südwesten der Schweiz wirklich ist. Die Bevölkerung von knapp einer halben Million Einwohnern mit einer Bevölkerungsdichte ähnlich der Stadt Bremen lässt vermuten, wie viel Platz dort für die Wildtiere bleibt. Knapp 11% der Fläche entfallen an Wald und 15% der Fläche nimmt der Genfer See ein. Seit 1974 ist die Jagd für Privatpersonen dort verboten und wird durch ein staatliches Wildtiermanagement ersetzt. In einem Vortrag vom 15.10.2013 an der Universität Basel merkte der Umweltschützer und heutige Wildinspektor Gottlieb Dendlicker an, dass die Initiation und die Mobilisierung damals auf emotionaler Ebene geschah, mit Propagandabildern, mit übertriebener Darstellung einer Wildart, die dort nie vorkam. Mehrfach merkte er an, dass die Stadtbevölkerung nur eingeschränktes Wissen über die Jagd und die Wildtiere hat, was in der damaligen Volksabstimmung eine Rolle gespielt haben wird. Mir scheint, dass diese Problematik auch heute verbreitet vorliegt. Ähnlich als ob man Eskimos fragt, wie Beduinen mit großer Hitze umgehen sollen. Jagdeinschränkungen waren dort damals nicht neu. So war bereits seit dem späten 19. Jahrhundert die Jagd auf die Wasservögel untersagt, was den Zuwachs an diesen Arten erklären kann. Laut Dendlicker wurde die Jagd hauptsächlich von südwesteuropäischen Einwanderern ohne begleitende Hege- und Habitatsverbesserung betrieben. So war das Rehwild nur vereinzelt vorzufinden, Wildschweine gab es kaum. Füchse waren selten, weil die Tollwut nicht ausgerottet war und Impfköder noch nicht verfügbar waren. Danach stieg die Fuchspopulation erheblich. Deshalb wurden Füchse in der Folgezeit regelmäßig geschossen. Allein zwischen 1992 und 1997 jährlich zwischen 53 und 173 Stücke. Insgesamt 645 in diesen 6 Jahren. Im Jahr 2000 dezimierte eine Räude-Epidemie die Fuchspopulation so stark, dass in den Folgejahren keine Abschüsse folgten und man bei den Feldhasen einen starken Zuwachs verzeichnen konnte. Zwischen 100 und 200 Stück wurden aus dem Stadtstaat entnommen. Für das Rebhuhn kam die Räude-Epidemie des Fuchses fast zu spät. Nur noch einzelne Individuen waren übrig geblieben, da die Bodenbrüter kaum in der Lage waren, ihre Jungen vor der größer werdenden Fuchspopulation zu verstecken. Zwischen 2009 und 2013 hat man dann versucht, Rebhühnern wieder anzusiedeln. So hat man in diesem Zeitraum 3.300 von ihnen ausgesetzt und die Lebensräume auf Kosten der öffentlichen Kassen verbessert. Heute leben dort immerhin ca. 100 Stücke, einen Bruchteil wie vor dem Privatjagdverbot. Das Schwarzwild wurde bisher von Epidemien verschont. Bereits 2 Jahre nach Einführung des Staatsjagdmonopols wurden die ersten Stücke geschossen. Die Zahl stieg ungleichmäßig bis zum Jahr 2012, wo die Wildhut 469 Wildschweine tötete. Seit 1974 wurden bis 2015 insgesamt 5.584 Wildschweine abgeschossen. Interessanterweise ist das heimische Wildschweinfleisch bei den Genfern beliebt. Ein unerwartetes Verhalten von Menschen, die die Beschaffung dieses Fleisches per Volksentscheid abgelehnt haben und dies 2006 in einer nicht repräsentativen Telefonumfrage mit 90% bestätigt haben. Als man bei der Abstimmung 1974 nicht absehen konnte, dass das Schwarzwild einmal in solch hohen Zahlen geschossen werden würde, fühlten sich die 97,8% der nicht vegetarisch lebenden Genfer wohl mit dem Fleisch aus konventioneller Haltung besser als mit dem Fleisch von einem frei und artgerecht aufgewachsenen Tier. Aber nicht nur Schwarzwild, auch anderes Wild, beispielsweise Rabenkrähen, werden jährlich geschossen. Allein von 2008 bis 2012 im Durchschnitt ca. 717 Stück, 2010 sogar darunter 1226 Tiere. Insgesamt seit 1974 9.513 Individuen. Vergleichen wir Genf mit dem Nachbarkanton Waadt. Schauen wir uns die letzten Jahre an. Zwischen 2009 und 2015 wurden im Kanton Waadt 4.742 Rabenkrähen geschossen. Das sind zwar 930 mehr, jedoch ist dieser Kanton mehr als 10-mal so groß und hat nur ein Siebtel der Bevölkerungsdichte wie Genf.
In dieser Grafik ist es etwas deutlicher erkennbar. Im angeblich jagdfreien Kanton wird diesen Tieren viel rigoroser nachgestellt als im Waadt, wo viel mehr ungestörter Platz für die Tiere ist. Und das ist nicht die einzige Tierart, deren Abschussdichte im Vergleich zum Nachbarkanton stark überproportional ist. Zwischen 1974 und 2015 wurden nachweislich 22.311 Wildtiere geschossen. Darunter waren Dachse, Schwarzkopfruderenten und Feldhasen. Die Abschusszahlen mancher Arten wurden erst lange nach 1974 registriert. Dadurch sind keine Abschusszahlen dieser Tierarten greifbar, die zwischen 1974 und dem Beginn ihrer Abschussregistrierung liegen. Es ist also durchaus möglich, dass die Zahl der abgeschossenen Tiere deutlich höher liegt. Interessant ist auch, dass dort mit Lockfütterung, sogenannten Kehrungen und den in Deutschland nicht unumstrittenen Wildtierkameras der Abschuss vorbereitet wird. Auch die verwendeten Nachtsicht- und Wärmebildgeräte sind in der traditionellen Jägerschaft verpönt. Wie man sieht, lässt dort die hochtechnisierte Bejagung dem Wild keinerlei Versteckmöglichkeit. Naja, wer diesen Kanton ernsthaft als jagdfrei bezeichnen will, kann das den getöteten Wildtieren erklären. Ob es den Genfer Wildtieren vielleicht besser geht, wenn sie von einem bezahlten Ranger oder von einem Jäger in seiner Freizeit geschossen werden, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht kann mir einer der Zuschauer ja erklären, wie groß der Unterschied aus Sicht eines geschossenen Wildstücks ist.